Sonntag, 14.58 Uhr. Ihr habt schon länger nichts von mir gehört. Erstmal frohes Neues, Leute. Dort drüben ist die Homegame-Runde, von der ich euch erzählt habe. Ich bin gerade auf meinem Weg dorthin. Wir haben jetzt den 10. In den letzten 10 Tagen habe ich 3 Sessions gespielt. Nein, 2 Sessions gespielt. Einmal 450 plus, einmal 170 plus. Hoffentlich wird das heute auch eine Plus-Session. Die letzte Homegame-Runde, die ich mit einem Plus von 450 beendet hatte, war wieder so ein Punkt, wo die gesagt haben, okay, der gewinnt wieder nur. Es macht keinen Sinn, dass er hier spielt. Heute fehlt denen wieder ein Spieler und ich bin wieder am Start. Ich habe mittlerweile eine WG in Las Vegas. Das Zimmer wird mich leider ein bisschen mehr kosten, als ich eigentlich gedacht hatte, aber es wird das wert sein. Es ist in einem Haus mit eigenem Badezimmer, Wi-Fi, alles, was ich brauche, und es ist nah am zum Strip. Okay, jetzt geht's zur Homegame-Runde. Session beendet, mit 100 eingekauft, mit 430 ausgecashed, also 330 plus. Diesmal ging die Runde leider nicht so lang wie sonst. Wir haben 22.36 Uhr. Die letzten Male haben wir so bis 2 Uhr, sogar mal bis 5 gespielt und so. Da war halt mehr drin. Ich wurde jetzt schon ein paar Mal gefragt, warum noch kein Vlog online ist und wann kommt der neue Vlog und was ist los mit dir. Seid mir nicht böse, Leute. Das wird, glaube ich, für diesen Monat der letzte Vlog sein, weil... Kurve. Weil... Es gibt noch jede Menge Sachen zu erledigen. Kleiderschrank ist jetzt verkauft, das wird die Woche abgeholt. Und viele Kleinigkeiten, wo ich mich halt drum kümmern muss. Ich muss halt irgendwie die Bude räumen und das wird halt hart. Wir haben jetzt Sonntag. Am Freitag, also am 15.01. geht halt das Auto noch weg. Und ab da habe ich eigentlich kein Auto mehr. Das einzige Coole, was die nächsten Tage passiert, ist, dass ich halt viele Freunde treffe, sogar einige Schulkameraden von damals organisieren so eine Art Abschiedsfeier für mich. Ich denke, wir werden was trinken gehen oder so. Bedeutet, in den nächsten Tagen wird auch ein bisschen Alkohol fließen. Aus dem Grund ist es, glaube ich, besser, wenn ich erstmal eine Pause einlege, was die Vlogs angeht, damit ich euch auch wirklich einen guten Content bieten kann. Filme ich erst ab Ende Januar wieder. Am 1. Februar geht es nach Kiel. Das steht jetzt schon mal fest. Am 1. Februar wollte ich eigentlich schon in Las Vegas sein. Das werde ich leider nicht schaffen. Am 1. Februar fahre ich nach Kiel. Bin dann 3-4 Tage da. Direkt am 1., wenn ich ankomme, buche ich auch schon die Flüge nach Vegas. Und bin dann auch, denke ich, 3-4 Tage später in Las Vegas. Also allerspätestens bis zum 5. Februar bin ich in Las Vegas. Seid mir nicht böse wegen den Vlogs. Es ist wirklich nicht leicht, alles irgendwie zu managen. Wer mich wirklich sehr stark vermissen sollte, der kann mir gerne bei Facebook oder Instagram folgen. Da bin ich fast täglich aktiv. Lasst mir eure Kommentare da. Schreibt mir, wenn ihr möchtet. Und vergesst nicht, supportet den Vlog. Klickt auf Abonnieren, liked es. Und am besten lasst ihr mir noch einen Kommentar da. Wir sehen uns Februar wieder. Passt auf euch auf, crushed sie und bis demnächst.